Tja, es geht gegen den VfL Bochum. Da sticht Simon Terodde raus. Der ist aktuell bester Torjäger der Liga und auch an der Hälfte aller Treffer der Bochumer beteiligt. Wie bekommt man den in den Griff? Ja, müssen wir wieder gemeinschaftlich verteidigen, geschlossen, kompakt stehen, die Räume eng machen und haben wir auch gute Chancen, den in den Griff zu bekommen. Das heißt, ihr macht das gar nicht so an einem Spieler fest. Gibt es denn sonst noch andere, die man auch im Auge behalten sollte? Ja, erstmal kann man nicht sagen, ich laufe ihm jetzt 90 Minuten hinterher. Wir haben ja auch noch andere Aufgaben. Und ansonsten haben die, denke ich, auch sonst eine sehr gute Offensive, es sind sehr viele Spieler, deswegen müssen wir da gar nicht das Augenmerk auf einlegen, sondern einfach geschlossen, kompakt stehen, wie ich gerade schon gesagt habe, und einfach so defensiv die Räume eng machen und unsere Grundtugenden wieder umsetzen.